Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt mal ehrlich, wo fühlen Sie sich denn zu Hause? Reichen dafür nicht Ihre Liebsten und ein Dach über dem Kopf? Wozu also brauchen wir kunstvolle, teure Architektur? Darüber spreche ich jetzt mit dem weltbekannten Basler Architekten Jacques Herzog. Herzlich willkommen. Ja, wo fühlen Sie sich denn zu Hause, Herr Herzog? Ich fühle mich zu Hause, zu Hause. Das heißt, ganz banal, dort, wo ich wohne. Wie wohnen Sie? Und nicht dort, wo ich reise. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn Sie mich fragen, bin ich zu Hause. Ja. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich wohl, wenn sie immer unterwegs sind. Und ich habe da ein extrem statisches Bedürfnis. Vielleicht genau als Reaktion auf die vielen Reisen, die wir seit vielen Jahren jetzt machen müssen. Mhm. Und wie leben Sie zu Hause? Also wie wohnen Sie? Ich wohne in einem Haus, das wir früh bauten. Herzog de Meuron war eigentlich als Social Housing, also nicht in einem Einfamilienhaus, sondern mitten in der Stadt in einem Haus, in einem Hinterhof. Mhm. Ziemlich versteckt. Und das war alles nicht geplant, aber wir sind da geblieben, und weil wir da sehr wohl sind, meine Familie und ich. Und das gehört alles zu diesem Zuhause, dass es eben allen gefällt, die mich umgeben, die mir nahe sind. Auch die Freunde, da bin ich auch eigentlich eher altmodisch. Mhm. Es ist wichtig, dass das Wohnen zu Hause mit der Nähe zu den Freunden verbunden ist. Mhm. Also bei mir spüre ich das, ich fühle mich da zu Hause, wo ich mich einerseits verwurzelt fühle, wo ich soziale Kontakte habe, wo ich mich aber auch in der Umgebung irgendwie wiedererkenne, weil ich vieles irgendwie, vieles gewohnt ist. Versuchen Sie, dieses Gefühl, sich wieder zu erkennen in der Umgebung, auch mit Ihrer Architektur umzusetzen? Das ist ja eine Wechselwirkung. Wenn ein Mensch irgendwo aufwächst, dann prägt ihn das. Und es gibt Menschen, die wollen da ausbrechen, wollen ganz was anderes. Andere Städte, andere Länder, andere Kontinent oder andere, die wieder genau das immer wieder suchen, dieses Pattern. Und sicher ist es so, dass die Frage, die Sie stellen, zielt eigentlich auf das Psychologische in der Architektur hin, das uns sehr wichtig ist, diese psychologische Seite. Weil, wenn man jetzt nicht vom Einzelmenschen ausgeht, sondern von einer Stadt, irgendeine Stadt, jede Stadt, ist es doch so, dass wenn man sie anschaut, ganz nüchtern, wahrnimmt, diese Stadt, jede Stadt, dir sehr viel Interessantes erzählt über ihre Geschichte, aber auch wie sie den Menschen prägt, durch die Natur, durch die Art der Gebäude, hohe, niedrige, gut unterhalten, schlecht unterhalten. Das sind an sich schon mal sehr interessante Informationen, Städte anzuschauen. Mhm. Und Landschaften anzuschauen und zu sehen, was sagen dir diese Städte? Die haben, es ist ja nicht eine Sprache, aber es ist eine Körperhaltung in Architektur, in Städten, die einschüchternd ist oder die vertraulich wirkt oder die intim wirkt oder die eher einschüchternd ist, also durch den Maßstab oder durch die Proportionen. Mhm. Das wiederum kommt dann in eine politische Frage, weil es gibt Architekturen, die natürlich aus politischen Gründen gemacht wurden, um Menschen einzuschüchtern. Sozialer Realismus in Sowjetunion, in Ostdeutschland. Andere wiederum gewachsene Orte von Urbewohnern oder von ethnischen Gruppen, kontrollierte und bebaute Orte, die wiederum sehr stark mit dem Leben der Menschen, durch das Leben der Menschen geprägt ist und nicht durch eine politische Macht geprägt ist. Aber also es gibt ein ganz großes Spektrum, was da. Aber andererseits nicht nur geprägt ist, sondern auch prägt. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, prägt Architektur auch ein Stück weit unsere Identität. Ja, es ist ja interessant, dass wenn man Kinder schon ganz früh fragt, wie ist zeichne mir ein Haus, dass noch heute Kinder das Haus mit einem Giebeldach zeichnen. Sogar, behaupte ich, wenn sie in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo das gar nicht
prägend ist. Es gibt also so Urmuster in den Menschen und die sind ganz wichtig für den Architekten auch, ob er sie bewusst oder intuitiv kennt oder ob er sie gar nicht beachtet. Das hat dann häufig damit zu tun, wie gut die Architektur ist. Mhm. Im Sinne von, ist sie von den Menschen akzeptiert und fühlen sich die Menschen wohl in diesen Architekturen. Mhm. Das hat mit dieser Prägung sehr stark zu tun. Ja. Die Höhle. Wir haben hier auch Steinwände. Sie sind zwar nicht so höhlenartig, aber zum Glück nicht. Irgendein Grund hat es ja, weshalb ihr hier auch diese Wände so gemacht habt. Das ist ja auch psychologisch nicht uninteressant. Fühlen Sie sich wohl hier im Studio? Die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sehen natürlich nicht, dass das keine echten Steine sind. Deshalb wäre es jetzt nicht nett, wenn ich sagen würde, ich fühle mich nicht wohl. Aber es ist ein Versuch, ja, mit diesen Steinen eine Atmosphäre zu schaffen, die etwas Permanentes, etwas Festes suggeriert, oder? Und das ist durchaus eine psychologische Architektur. Man will mit Stein, hat eine ganz andere Ausstrahlung als Holz oder Beton oder Blech oder... Und all die Materialien sind interessant, aber sie sind eben nicht unschuldig. Genau. Sie haben eine Wirkung auf den Menschen. Und über diese Wirkung wollen wir sprechen, über dieses Nicht-Unschuldige, über diesen Ausstrahlung, haben Sie gesagt, Bedeutungsüberschuss vielleicht, Charakter, Ausdruck, es gibt ganz viele Worte dafür. Und wenn man Ihre Gebäude anschaut, dann sieht man auch, wie vielfältig dieser Charakter, diese Identität von Gebäuden sein kann. Und wir schauen uns dazu ein paar Bilder an. Ja, alle diese Gebäude haben so etwas wie einen Charakter oder eine Identität, fast schon wie ein Mensch. Manche sind verspielt, manche ernst, lieblich. Warum können wir Gebäude so beschreiben, wie wir Menschen beschreiben? Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil eine ganze Geschichte dahinter ist. Es gibt ja bei Vitruv, also 16. Jahrhundert Traktate, aber schon... Also bei Vitruv gab es früher schon Traktate, aber dann im Mittelalter neuer wiederum Traktate, die auf diesen Antiken eben von Vitruvius und so weiter aufbauten, welche genau diese Frage ins Zentrum stellen. Also eine Säule zum Beispiel, die eine Art Abbild vom Menschen ist. Jeder kennt von Griechenland diese weiblichen Figuren, die als Säulen dastehen. Mhm. Und tatsächlich hat ja eine Säule etwas, das dich in den Blick nimmt. Also du nimmst die Säule wahr und sie spricht irgendwie zu dir, wie eine Figur fast. Das ist eigentlich was der direkteste Vergleich, auch häufig so gemeint früher, dass eine Säule eine Art, nicht Ebenbild, aber eine Art Abbild vom Menschen ist. Mhm. Es ist ja auch allen bekannt, diese Proportionslehren, zuletzt von Le Corbusier, welche die menschlichen Maße, also Finger, Ellbogen, Fuß, das sind ja alles Maße, die direkt vom Menschen kommen. Also ist klar, dass Architektur für den Menschen gemacht ist und vom Menschen gemacht ist. Das heißt, es gibt dieses Wechselspiel und das soll es ja auch geben. Mhm. Architekten vergessen das häufig und es gibt dann häufig so einen Diskurs in der Architektur über Architektur, also Architektur als Architektur. Das finde ich persönlich langweilig. Ich finde Architektur nur interessant in dieser Wechselwirkung zum Menschen und zur Gesellschaft. Also wie bewährt sich Architektur im öffentlichen Raum? Mhm. Nur so wird sie überleben, wenn sie diese Maxime oder dieses Bedürfnis erfüllen kann. Mhm. Das zeigt auch, weshalb alte Gebäude, Tempel, die wir kennen, zum Beispiel als
Japan, die ganz fragil gebaut sind, weshalb es die heute noch gibt. Weil rein von der materiellen Überlebensfähigkeit wären die ja ganz weit unten verglichen mit den Pyramiden, die aus Stein gebaut sind. Mhm. Aber sie überleben, weil sie etwas haben, das die Menschen anzieht. Mhm. Die Menschen lieben es. Mhm. Und das ist wichtig. Die Menschen sollen Architektur lieben oder zumindest sich wohlfühlen, ohne dass es ihnen, sag ich mal, bewusst ist oder ohne dass sie es verbal ausdrücken. Mhm. Man spürt es, ob die Menschen sich irgendwo wohlfühlen oder nicht. Genau. Und vielleicht liegt das daran, dass diese Gebäude etwas verkörpern, vielleicht ein Lebensideal verkörpern. Und der schweizerisch-englische Philosoph Alain de Botton hat ein Buch geschrieben, Glück und Architektur. Und darin schreibt er, die Dinge, die wir schön finden, sind Spielarten der Menschen, die wir lieben. Genau, weil sie eben diese Charaktereigenschaften irgendwie symbolisch verkörpern. Würden Sie dem zustimmen? Ist das die Frage nach Schönheit oder ist das die Frage... Ist die Frage, wie Schönheit oder das ästhetische Empfinden mit unseren Lebensidealen, mit Ethik zusammenhängt? Das ist mir ein bisschen zu weit gegriffen. Ich finde, es gibt wie das eine, was ich vorhin sagte, dass der Mensch in Architektur sich wohlfühlen soll. Das ist wie ein Raum oder ein Gefäß. Ich benutze wieder das Beispiel von eingeborenen Architektur, häufig diese Trulli, diese Rundformen, das sind ja wie Abgüsse fast vom alltäglichen Leben von Menschen. Das sind wahrscheinlich die besten Architekturen, weil die sind wirklich unmittelbar, kommen die aus dem Gebrauch und aus den Ritualen im Alltag dieser Völker. Heute ist das natürlich viel distanzierter. Heute macht der Architekt die Architektur. Und da stellt sich diese Frage viel mehr aus dieser Distanz. Ja, was ist denn eigentlich schön oder was ist richtig für den Menschen? Für uns war Schönheit immer ein eher politischer Begriff, eine Art Liebeserklärung im Sinne, dass die Architektur vom Menschen wahrgenommen wird, dass er wie sich auch fragt, weshalb ihm ein Gebäude gefällt und dass er von dieser Schönheit, falls er sie so empfindet, auch herausgefordert wird. Ich denke, Schönheit hat damit zu tun, dass du als Betrachter, ob es ein Bild ist oder ein Baum oder ein Stück Architektur, provoziert wirst, dich selbst wahrzunehmen, also dich selbst irgendwie zu erkennen als Wahrnehmenden. Das tönt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber das ist das Politische. Das meint ja auch Marcuse in seinem Ästhetikbegriff, dass Schönheit etwas Politisches ist, weil es den Menschen ernst nimmt, weil es den Menschen dazu auffordert, das wahrzunehmen, diesen Wahrnehmungsprozess als etwas Energiereiches, als etwas Motivierendes, als etwas Inspirierendes. Ja, dass da ein Prozess entsteht, der dem Menschen etwas gibt und das ihn eben stark macht. Wenn du ein Bild erkennst und du liebst etwas, du erkennst etwas in einem Museum oder einem Gebäude, ist dieser Wahrnehmungsprozess, das ist dann dein eigener Prozess. Du erkennst es als so oder so und nicht anders. Nicht, weil jemand dir gesagt hat, schau mal, das ist ein schönes Haus, oh, ein tolles Haus. Oder die Bilder nur anzuschauen, weil sie so teuer sind. Sondern du hast erkannt, dass das eine tolle Arbeit ist. Du, als Mensch siehst du das und das ist deine eigene Wahrnehmungsenergie. Das ist für mich der interessanteste Begriff von Schönheit, weil er damit zu tun hat, weil er mit dem einzelnen Individuum zu tun hat. Deshalb kann ich auch nicht objektiv sagen, Architektur ist schön, wenn sie so und so ist. Es gibt keine Objektivität. Es gibt eine Art Intersubjektivität. Wenn viele Menschen, jetzt zum Beispiel die Elbphilharmonie, die ja gezeigt wurde, die finden fast alle toll. Und ich kann nicht objektiv sagen, es interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, weshalb jetzt das Schönes ist. Interessant ist, dass Menschen, viele Menschen jetzt plötzlich das sehr schön finden, weil sie darin sich selbst irgendwie, weil sie selbst etwas darin erkennen. Aber dann ist das doch der Grund,
weil Sie sagen, es interessiert Sie nicht, warum die das schön finden. Nein, aber ich weil Sie sich selbst wiedererkennen und weil es etwas anstößt vielleicht, diesen Prozess, den Sie auch beschreiben. Nein, ich sage nur, ich kann nicht objektiv, ich kann das nicht wie objektivieren. Wenn du in einer Jury bist und sagst, wir machen jetzt einen Wettbewerb oder wir sagen, welches Gebäude ist jetzt da ein schönes Gebäude. Es gibt vielleicht einen Konsens in der Jury, das ist eine Art intersubjektiver Konsens. Mhm. Viele finden das schön. Es ist aber nicht objektiv so, dass sonst wäre es ja wie ein Rezeptbuch. Ich könnte das ja sonst erzeugen. Und du versuchst als Architekt das natürlich zu erreichen, diesen Moment, wo Menschen etwas schön finden, etwas lieben, etwas akzeptieren. Vielleicht sollte man das auf einer Ebene ein bisschen runterkochen. Ja. Die Menschen gehen gerne hin, gerade bei öffentlichen Gebäuden. Wir machen mittlerweile viel mehr öffentliche Gebäude. In unserer jüngeren Karriere, logischerweise, wollte niemand von uns ein Theater oder ein Konzerthaus. Und jetzt sind häufig diese Art von Projekten, die eben in der Öffentlichkeit sind. Und deshalb ist diese Frage viel relevanter, weil es eine viel größere Öffentlichkeit betrifft. Mich würde interessieren, braucht Architektur Ihrer Ansicht nach eine Idee, ein Konzept dahinter? Oder reicht es, wenn sie von den Menschen angenommen wird, wenn dieser stimmige Eindruck entsteht? Das geht natürlich nur, wenn ein Konzept, also eine konzeptuelle Energie dahinter ist oder ein konzeptueller Aufbau. Und so wie wir arbeiten, angefangen mit Pierre und mir als quasi Zweiergruppe und dann später mit Angestellten, haben wir immer diese konzeptuelle Herangehensweise gefördert. Weil wenn du alleine bist, bestimmst du alles mit deiner genialen Hand oder wie auch immer. Also bei uns war das immer ein Dialog zwischen Pierre und mir und jetzt heute zwischen uns und einzelnen Partnern. Und deshalb ist die konzeptuelle Ebene sehr wichtig, weil du musst das wie eine sprachliche, begriffliche Ebene verständlich machen. Das heißt, es ist dann nicht objektiv, aber es ist ein Dialog. Mhm. Du musst das überzeugend darstellen und konzipieren, damit andere im Team daran teilnehmen können, an diesem Dialog. Das ist auch eine Art Kritik, eine ständige Kritik an diesem Prozess des Entwerfens und des Werdens des Gebäudes. Ich möchte mit Ihnen drei Gebäude anschauen und bitte Sie, ganz kurz in ein, zwei Sätzen zu sagen, was dieses Leitkonzept oder die Idee dahinter gewesen ist. Und anfangen möchte ich mit der Tate Modern in London. Umbau eines Kraftwerks. Wir sehen hier das Bild. Was war die Idee dahinter? Es wäre verständlicher, wenn man alle anderen Entwürfe sehen würde, die Architekten, die mit uns in Konkurrenz waren, abgegeben haben. Wir haben am meisten die Kraft des Bestehenden, das ist ein Riesenbau. Von oben ist es eigentlich ungünstig, weil als Mensch bist du auf dem Boden und nimmst das von unten her wahr. Das ist ein Monstrum, ein Riesending aus Backstein. Und wir wollten diese unglaubliche Mächtigkeit dieses Industriebaus erhalten und nur so manipulieren, dass es eben von einem Kraftwerk zu einem Museum werden konnte. Das ist das erste Projekt, das wir machen durften, das dann diese unheimliche Öffentlichkeit, unheimlich, weil London ist die Stadt weltweit, welche am meisten Touristen für so die Art von Gebäuden anzieht. Das hat jedes Jahr 5 bis 6 Millionen Besucher. Das ist eine unvorstellbare Zahl verglichen mit anderen Museen. Das heißt, diese Mächtigkeit, die wir intuitiv erhalten wollten, ist nur deshalb gut, weil es so viele Menschen hat. Wenn das in der Schweiz stehen würde, wäre das fast schon beängstigend, weil es wäre zu mächtig. Mhm. Hier stimmt es. Und das war die richtige Entscheidung. Auch diese Turbine Hall, die man hier sieht. Turbinenhalle, die wir sehen, ja. In dieser Dimension, dass der Architekt, der das plante, vor 70, 80 Jahren, der wollte, hat ja die Kathedrale, das zentrale Schiff einer Kathedrale im Blick gehabt, also diesen Raum gestaltet. Und wir haben diesen Eindruck noch verstärken wollen durch diesen Eindruck. Das war die konzeptionelle Basis. Wir gehen ein Bauwerk weiter. Und zwar interessiert mich das Nationalstadion in Peking. Das Vogelnest wurde es dann auch genannt. Was zeichnet dieses
Bauwerk aus? Ich finde den Übernamen, den Nickname, die Chinesen lieben das, Übernamen. Ich finde es auch grundsätzlich interessant, weil das Thema der Übernamen an die Frage von vorhin anknüpft, der Psychologie und der Stellung eines Gebäudes oder was Menschen als Heimat empfinden, weiß ich, du, Architektur. Die Chinesen haben diesen Namen Bird's Nest gegeben und wir wollten etwas machen, das durch diese Verästelung der Struktur tatsächlich an eine Art Nest, also eine Art Home für viele Leute auch gegen außen ausdrückt. Also nicht die Unterseite der Zuschauerrampen. Man sieht ja nicht einmal, dass es eigentlich ein Stadion ist. Wir wussten, dass ein Olympiastadion eigentlich etwas Dummes ist, weil das nur für 2 Wochen dasteht und nachher meistens eine Ruine wird. Hier wussten wir, dass diese Riesenstadt fähig sein würde, das weiter zu bespielen, nicht als Leichtathletikstadion, sondern eine Art öffentlicher Park. Jetzt ist es ein Park und das hat jeden Tag etwa 10.000 Zuschauer oder Besucher, die das wirklich wie ein Nest bespielen. Das heißt, es ist ein öffentlicher Raum. Das ist auch ein politisch wichtiges Detail, weil die Menschen diesen Raum benutzen, um zusammenzukommen. Mhm. Was eigentlich ja nicht immer in allen Staaten erwünscht ist, dass das eine Plattform wird für die Menschen. Die gehen einfach gern hin. Und das war hier das eigentlich tragende Konzept, diese Art des öffentlichen Raums, wo du einfach gerne hingehst, um dich einzutreffen mit Freunden oder Besuchern. Interessant, wir werden später noch über die Wichtigkeit von öffentlichen Räumen sprechen, auch für demokratische Staaten. Zum Schluss würde mich interessieren, Hamburg, eines der teuersten Gebäude der Welt, Elbphilharmonie, im letzten Jahr eröffnet. Das war auch eine schnelle Entscheidung. Wir hatten diesen Sockel, der bestand ja schon, und wir wollten den erhalten und stärken, indem er etwas trägt, indem der Konzertsaal obendrauf und nicht innen drin versenkt wird, sondern obendrauf steht und ein Gebäude, das zwar sehr groß ist, das aber eigentlich aus dieser anderen Materialität in der Einspielung vorhin sagt, sah man, dass durch die Bewegtheit der Glasoberfläche etwas Glitzerndes da entsteht, eben wiederum Thema der Wahrnehmung, das mit dem Wasser oder dem Himmel verbunden ist. Und diesen Kontrast dieser zwei Bauteile, der Sockel aus Backstein und diesem gläsernen Aufbau für die Musik, das hatten wir sehr früh als Konzept. Mhm. Und die Bewegtheit des Dachs, die man mit Wellen, die man aber auch mit Segelschiffen oder wie auch immer, das ist ja assoziativ, nicht so eindeutig an etwas gebunden. Jetzt, diese drei Gebäude zeigen schon, wie vielfältig ihre Architektur ist. Gibt es denn so etwas wie eine Handschrift von Herzog Dömeron? Man kann sicher Themen erkennen, aber wir wollten dem eigentlich immer ausweichen, dass man sagt, ihr habt den oder den Stil, weil wer will sich eigentlich schon festlegen in dem oder dem, sag ich mal, in dem oder dem Fach zu Hause zu sein oder nur jetzt gern mit Holz oder mit rechteckigen Formen zu bauen? Ich glaube, wir sind und haben das zunächst intuitiv gemacht. Wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo du dich mit dem Stil definieren solltest, weil es so viele Möglichkeiten gibt und gerade Architektur eigentlich seit der Moderne auf der Suche ist danach, wieder eine Art Standardisierung zu kriegen. Etwas, wo Menschen sagen, ja, ein Wohnhaus sieht so aus, eine Fabrik sieht so aus, eine Kirche sieht so aus. Die Moderne war ja der letzte Versuch, das so zu etablieren. Mhm. Le Corbusier, Mies van der Rohe, die wussten alle, wie man es macht. Mhm. Und das wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen das nicht. Mhm. Aber trotzdem, es gibt ja den Ausspruch des französischen Aufklärers Buffon, der gesagt hat, dass der Stil, das ist der Mensch. In jedem Werk kommt auch die Person zum Ausdruck, spiegelt sich die Person dahinter. Ja, das heißt, in ihren Ge-
Gebäuden sind irgendwie auch Sie selbst spür- und sichtbar. Ja, wahrscheinlich könnte man da schon Dinge finden, die mit unserer Art, wie wir die Welt anschauen, zu tun hat. Das ist unvermeidlich. Wenn du als Architekt Entscheide fällst, die sind aber immer, haben zu tun mit dem Ort und mit der Bauherrschaft. Mhm. Das macht die Architektur auch anders als bildende Kunst. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie Sie die Welt sehen, haben Sie gesagt, kommt auch zum Ausdruck. Was würde das heißen oder woran könnte man das sehen? Das kann ich nicht so allgemein sagen. Da müsste man jedes Gebäude anschauen. Wenn wir finden, dass eben zum Beispiel dieses Gebäude von der Tate, was Sie erwähnten, dieses riesige Backsteingebäude, wenn man diesen Ort so erhält zunächst und nur wenig daran ändert, wir haben das mal mit Tai Chi verglichen, oder dass du die Energie vom Gegner oder von dem, das da ist, nutzt als deine eigene Energie. Da kann man sagen, ja, ist das vielleicht eine Lebensphilosophie? So weit würde ich nicht gehen, aber ich sage, es ist zumindest etwas, das uns als Strategie interessiert, als eine mögliche Art, heute sich auszudrücken. Mhm. Und so könnte man vielleicht bei anderen Gebäuden auch Dinge finden. Aber ich möchte nicht uns selbst interpretieren. Das werden Kritiker haben das schon häufig versucht zu sagen, ja, die sind so, das sind jetzt Schweizer, man erkennt das daran oder daran. Oder so. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich denke, wenn man genau hinschaut, wie bei allem, wenn man etwas genau und sorgfältig anschaut, erkennst du immer mehr als das, was man so schnell sagt oder was man so schnell sieht. Mhm. Ich finde das ganz entscheidend für unsere Art zu denken. Das genaue Schauen, was ist da, was will die Bauherrschaft, was ist das Potenzial, das ist vielleicht das Wort, was ist das wirkliche Potenzial, bevor du da rumbastelst und kommst mit deinem eigenen Stil. Mhm. Eigentlich ist ein Stil etwas Grässliches, weil der Stil zerstört das Potenzial. Weil der Stil ist etwas, das wie eine Art Krücke ist für jemanden, der sich nicht frei aussetzen möchte, der Gefahr des Potenzials, der Gefahren der eigentlich offenen Möglichkeiten. Mhm. Du hast immer so viele Möglichkeiten offen. Und ein Stil, würden Sie sagen, ist ein Schema, an das man sich hält, an etwas Äußeres, das nicht von innen kommt, auch nicht vom Ort kommt. Da könnte man x Beispiele erwähnen, wo das so ist. Sehr viele Architekten haben ja einen Stil. Mich interessiert noch dieser Schaffensprozess selbst. Es gibt von dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein, der selbst auch ein Haus gebaut hat, entworfen hat, einen schönen Satz, und der sagt, die Arbeit an der Philosophie, ebenso wie die Arbeit an der Architektur, ist oft auch eine Arbeit an sich selbst. Ja, das kann ich unterstützen. Das ist immer zuerst eine Arbeit an dir selbst, indem du auch versuchst, nicht auf diese unmittelbaren Empfindungen, die meistens nur das wiederholen, was du schon weißt, den quasi zum Opfer zu fallen. Mhm. Ich finde es wichtig, immer wieder eine Distanz zu haben zu den Dingen. Und das Intuitive ist wichtig trotzdem. Aber es ist wichtig, dass man das immer auch wieder in Frage stellt. Deshalb dieses dialogische Arbeiten, das ich seit der Schulzeit mit Pierre de Meuron habe, ist, das machst du ja zunächst als Kind, nur intuitiv. Aber dann wird das zu einem Prinzip, das in deinem Leben wichtig wird. Und das verweist sicher bis zu einem gewissen Grad auf deine Person. Dem kannst du gar nicht ausweichen. Ob du schreibst oder malst oder baust oder interviewst. Genau. Sie haben jetzt mehrmals Pierre de Meuron erwähnt. Sie sind seit der Kindheit befreundet, haben zusammen studiert. Und dieser dialogische Prozess ist ganz wichtig, sagen Sie. Aber diesen Dialog pflegen Sie auch nach außen, nämlich mit diversen Künstlern. Ai Weiwei zum Beispiel, mit Beuys hatten Sie Kontakt und so weiter. Rémy Zaugg, der Schweizer. Was kann denn Architektur von Kunst lernen? Architektur kann von ganz vielen Sachen lernen, auch von Medizin und von Psychologie und von Philosophie. Und ist ja alles
interessant. Architektur war ja für uns ein Studium, das wir machten, weil wir genau so dachten über Architektur, ganz naiv. Das ist etwas, wo Sachen zusammenlaufen. Da kannst du deine sprachliche Kompetenz oder deine Lust aufs Zeichnen oder aufs Basteln, aufs Experimentieren. Und das stimmte ja. Und so haben wir das dann auch gelebt. Und ich selbst habe ja auch mich lange Jahre als Künstler gesehen, bevor ich eigentlich Architektur machte, und dachte, ich kann das parallel entwickeln, bis ich merkte, dass ich dazu nicht fähig bin, aber nicht die gleiche Qualität darin entwickeln könnte und dass es auch nicht geht. Du kannst nicht zwei Sachen machen im Leben, da bin ich überzeugt. Unsere Zeit erlaubt das nicht. Aber Architektur ist ja wie alle anderen Berufe ein kreativer Beruf. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du deine kreative, kritische, wahrnehmende Intelligenz einsetzt in dem Gebiet. Und Architektur hat eine Nähe zur bildenden Kunst, ist keine Frage, ist aber auch wieder sehr anders, weil eben Architektur machst du für jemand, hat eine Funktion, und Kunst hat keine Funktion. Kunst ist unnötig. Mhm. Und diese unnötige Seite der Kunst ist die, ist ja das Paradox, ist das auch Faszinierende an der Kunst. Mhm. Und Architektur hat auch unnötige Seiten, aber wenn es nicht die Notwendigkeit auch ausdrückt, da zu sein, dann ist sie zugleich wertlos. Der unnötige, oder sag ich mal, der Teil, den man nicht so leicht erklären kann bei Architektur, weshalb einem etwas gefällt oder weshalb du dich jetzt da wohlfühlst, das ist vielleicht der künstlerische oder der kunstnahe Teil von Architektur. Aber wenn wir mit Künstlern arbeiten, ist nicht die Idee, dass jetzt kommt Kunst hinein. Sondern das Interessante bei Künstlern wie Wei Wei oder Remy Zaug. Remy Zaug ist ein großartiger Künstler und unglaublich intelligenter Mensch. Ist die Lust, mit anderen interessanten Menschen etwas zu machen und irgendwo hinzugehen, wo du gar nicht genau weißt, wo das endet. Mhm. Und das war immer das Interessante. Also nicht in dem Sinne, jetzt holen wir einen Künstler und der malt die Wand rot oder blau oder macht eine Figur oder eine Grimasse. Sondern diese andere Perspektive, ja, diesen anderen Blick auf die Welt. Und genau. So. Wir haben mit Wei Wei Reisen durch ganz China gemacht und haben so viele Projekte initiiert und gemacht, die nie gebaut wurden oder die aber angedacht sind. Und das war das Spannende, dass er am Bird's Nest mitgemacht hat, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil der eigentlichen Auseinandersetzung. Und das ist etwas, was wir tatsächlich, waren wir sehr verwöhnt. Wir haben mit vielen tollen Menschen Sachen entwickeln können. Genau, und wenn es um Kunst geht, also Kunst in der Geschichte hatte für viele Philosophen, Kunsttheoretiker auch immer einen Anspruch auf Erkenntnis. Kunst ist Erkenntnis. Und Sie sagen das auch von Architektur, das hat mich überrascht. Wie meinen Sie das? Ist ein Vehikel. Wenn du an etwas arbeitest, das ist wie ein Vehikel, du musst das irgendwie machen, wenn du da reingezogen bist mit einem Vertrag oder mit einem Team, mit einem Büro, das wir haben. Und gleichzeitig benutzt du das wie ein Gefäß oder ein Gefährt. Du gehst an einen Ort hin und das zwingt dich ja auch, diesen Ort wahrzunehmen und dann selbst einen Prozess zu initiieren, der dich an etwas hinbringt, hoffentlich, wo du auch wieder etwas entdeckst oder etwas lernst. Heute Morgen zum Beispiel hatten wir so einen Moment, diese nicht jeden Tag, oder, aber wir hatten einen Moment, wo wir an einem interessanten Projekt, an einem Weingut in Saint-Emilion, so einen Schritt machten, wo wir gemerkt haben, jetzt geht es da wieder ein Stück weiter. Mhm. Und das ist etwas, hat etwas Forschendes, das hat etwas, das eben an Forschung oder an wahrscheinlich auch die Arbeit eines Künstlers dann nicht unähnlich ist. Mhm. Mich interessiert noch, kann Architektur für die Menschen, die mit ihr leben und die in ihr leben, eine ethische, erzieherische Funktion haben? Was der Kunst ja auch zugesprochen wurde. Kann sie uns zu besseren Menschen machen? Ja, das
das finde ich eine übersteigerte Erwartung. Ich denke, Architektur muss einfach schön sein und gut funktionieren und den Menschen gefallen, vereinfacht ausgedrückt. Und dass sie gut ist, das heißt ja, dass andere schlecht ist. Das heißt, gut ist, dass sie ethisch, dass sie moralisch gut ist. Dass, das ist eigentlich unwesentlich. Schlecht ist, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass Architektur schon benutzt wurde aus politischen Gründen, als Propaganda oder als Versuch, den Menschen irgendwo zu beeinflussen. Aber diese, das finde ich dann nicht gut. Oder ich erwähnte die stalinistische Architektur, ich erwähnte auch die faschistische Architektur unter Hitler, diese Gebäude, die jetzt zum Teil noch rumstehen. Aber das Interessante ist, wenn man zum Beispiel das Haus der Kunst in München sieht, das ist ja ganz klar eine Nazi-Architektur. Nach dem Krieg wurde das wieder als Museum verwendet. Heute ist das eine sogar Avantgarde-Plattform für Avantgarde-Architektur. Und weshalb funktioniert das? Du hast so wie einen Schauer, wenn du reingehst, von dieser Nazi-Zeit, das ist irgendwo im Hintergrund. Aber es hat einfach gute Räume da drin. Das heißt, auch wenn du Architektur ideologisierst und in dem Sinn missbrauchst und den Menschen versuchst, unethisch oder unmoralisch oder mit politisch unedlen Zielen, den Menschen nämlich vor der Macht des Staates oder dieser Ideologie der Nazi oder des Stalinismus zu beeinflussen, einzuschüchtern, klein zu machen, dann verliert sich dieser Spuk trotzdem. Es aber gelingt gar nicht, glaube ich. Aber Sie hatten mit dem Bird's Nest und auch mit der Tate hatten Sie diese öffentlichen Räume ja angesprochen, die wichtig sind, die auch für unsere demokratischen Kulturen wichtig sind, oder der Begegnung, des Austausches. Darauf spiele ich eigentlich an. Ja. Welche Rolle spielt denn Architektur im Städtebau für eine lebendige, offene Stadt, für eine Gesellschaft, die irgendwie zusammenkommt? Und ich denke, das Denken des öffentlichen Raums bei einer großen Architektur, die eben nicht privatisiert ist, sondern eben zum Beispiel ein Olympiastadion, ein Museum oder eine Kirche sowieso, das so zu denken, dass der Mensch sich darin wohlfühlt und das animiert wird, sich zu treffen, auch wenn er das nicht mal geplant hat. Diese informelle Aufenthaltsqualität, die Tate Modern, also die Turbinenhalle, ist vielleicht eines unserer gelungensten Beispiele für diese Absicht und auch das Bird's Nest gleichermaßen. Da gehen Leute hin und hängen einfach herum. Die treffen sich. Nicht, weil sie jetzt ins Olympiastadion gehen wollen oder weil sie ins Museum gehen wollen, sondern es ist eine Urban Platform, also ein urbaner Ort, wo du einfach gern bist. Und das ist eine Art Mehrwert. Ist zwar ein blödes Wort, aber es ist etwas, das natürlich der Bauherr möchte, dass die Menschen gern hingehen, aber es ist schwierig zu formulieren, mache mal einen Raum, an dem die Menschen dann gerne sind. Ich erinnere zum Beispiel, viele kennen in New York die Public Library, wo es diese große Freitreppe davor hat. Das ist zwar so eine klassische Architekturform, große Treppe, hinauf geht es zum tempelartigen Eingang. Aber die Treppe ist so gelegen, dass die Menschen gerne drauf sitzen. Das ist eigentlich ein interessantes Architekturdetail. Obwohl es klassisch gedacht war, da gehst du herein, eine Art Würde, bereitest dich vor für den Besuch der Bibliothek. Aber die Treppe ist eben mehr. Die Treppe wird von den Menschen, das sind die Menschen gleich wie Ameisen. Du gehst einfach hin und der Weg der anderen macht das und der Aufenthalt der anderen macht das dann zu einer öffentlich interessanten Plattform. Mhm. Also am Schluss ist der Mensch, welcher die Architektur macht und der Mensch, welcher den Raum bespielt. Das sieht man auch bei Fußballstadien, die funktionieren. Da sind plötzlich die Menschen im Stadion drin viel wichtiger als die Architektur, weil die den Raum füllen und den Raum aber auf eine Art füllen, dass die Architektur quasi in den Hintergrund gerät. Mhm. Sogar hässliche Architektur kann das leisten. Sie sagen, diese öffentlichen Räume, die ganz wichtig sind, die fehlen in der Schweiz. Warum ist das so und was macht man dagegen? Sie fehlen nicht, aber die Schweiz hat dann nicht im gleichen Maße wie ausländische Metropolen diese
großen Architekturen, diese großen öffentlichen Gebäude, diese großen Stadien. In der Schweiz, die Schweiz ist fragmentiert, in der Schweiz ist das, was der demokratische Städtebau leisten kann, wahrscheinlich in einer guten Art vertreten. Aber es ist eben immer sehr stark geprägt durch die demokratische, fragmentierte Macht, welche nicht so einfach, die nicht einfach so weggewischt werden kann zugunsten der großen Geste, zugunsten der großen Achse oder des übermäßig großzügigen Zugangs, wie eben diese Freitreppen. Diese Art von Orte gibt es in der Schweiz selten. Mhm. Das hat damit zu tun, unter welchen politischen Bedingungen entsteht Architektur. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt der Architektur. Mhm. Sie haben ja 2005 ein Buch publiziert, «Die Schweiz, ein städtebauliches Porträt», wo Sie die Schweiz mit anderen Autoren in verschiedene Zonen einteilen, in Metropolitanregionen, städtisches Leben, in Basel, Zürich, Genf, dann eher so ländliche Gegenden und auch so diese alpinen Brachen, wie Sie das, glaube ich, nannten. Ja. Und die Hoffnung war eigentlich, man sollte die verdichteten Regionen noch mehr verdichten und die anderen sozusagen ausdünnen, damit die Natur wieder zum Vorschein kommt. Wurde das von der Politik mit offenen Ohren empfangen und was wurde davon umgesetzt? Ich denke, das Bundesamt für Raumplanung hat in seinen Richtlinien, in seinen Strategien ganz ähnliche Maximen und folgt ganz ähnlichen Richtlinien. Ich glaube, die Schweiz bildet sich immer mehr nach diesem Muster so ungefähr ab. Wir haben ja das auch nicht erfunden und gesagt, jetzt müsst ihr es so machen. Das würde gar nicht funktionieren in der Schweiz, sondern wir haben ja auch die Schweiz beobachtet und die Trends oder die Tendenzen versucht zu formulieren und zu verstärken. Das ist auch wieder eine Art sanfte Methode, dass du aufgrund der Beobachtung, was da ist, versuchst zu sagen, das kann erreicht werden. Wenn du jetzt sagst, wir wollen alle Städte so lassen, wie sie sind und wir bauen mitten im Mittelland eine ganz neue, die Metropole der Schweiz, das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Das heißt nicht, dass es nicht besser wäre, nur einen zentralen Flugplatz, alle haben ganz nah zu diesem Flugplatz. Aber die Leute müssen das annehmen. Das ist gar nicht möglich. Ich sage das nur als Beispiel. Und diese Metropolisierung der Städte, das findet statt. Und es sind vor allem diese drei erwähnten Städte, die metropolitan funktionieren, aufgrund der Werte der Commuters, also der Pendler und der internationalen Wirtschaft. Diese Global Headquarters, die es vor allem in diesen drei Städten gibt. Die Wirtschaft konzentriert sich auch wesentlich dort. Bern ist eher Verwaltungsstadt, Bundesstadt. Ich glaube, das passiert. Es ist uns ganz wichtig, dass man eben nicht nur ein Zentrum, meistens ist Zürich ja das Zentrum, das erwähnt wird, dass das beibehalten wird, diese verschiedenen Pole. Das ist die Stärke der Schweiz und die soll man behalten. Es sollen eben Autobahn, Zug, S-Bahn sollen an verschiedenen Kreuzungspunkten ausgebaut werden. Und das Pendeln, so sehr das auch immer wieder kritisiert wird oder dass der Pendlerverkehr zunimmt, ist auch interessant, weil der Schweizer, es ist so nah von einer Stadt zur anderen, das ist ja wie eine Stadt. Die Schweiz entwickelt sich oder bewegt sich hin zu einem urbanen Netzwerk mit einer Landschaft dazwischen, die hoffentlich eben auch noch als Landschaft überhaupt wahrgenommen wird. Und deshalb ist es notwendig, diese Zersiedelung möglichst einzudämmen, weil sonst verliert die Schweiz einen wesentlichen Faktor der Qualität, der Wohnqualität, der Lebensqualität in dieser wunderbaren Landschaft. Dann haben die Leute ein Einfamilienhaus auf dem Land, aber das Ganze ist ein Siedlungsbrei, zersiedelt. Sie planen und bauen ja nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt, wie wir gesehen haben. Da würde mich interessieren, das braucht ja auch sozusagen die Kunst, sich in andere Kulturen, in andere Mentalitäten hineinzudenken. Stoßen Sie da auch auf Grenzen?
wir stoßen immer auf Grenzen. Das ist ganz klar. Aber ich denke, auch wieder, das führt auf die Schweiz zurück. Wir sind ein kleines Land. Fast alle Schweizer sprechen zwei oder gar drei Sprachen. Und ich denke, wir sind dafür nicht schlecht aufgestellt in einer globalen Welt, eben weil wir so einen kleinen Heimmarkt haben, uns nach draußen zu orientieren, schon früh. Wir wohnen eh in Basel, an der Grenze wohnt hier, metropolitane Raum, greift nach Frankreich, nach Deutschland, über die Trams fahren ja nach Deutschland, nach Frankreich. Aber grundsätzlich jeder Schweizer ist nahe beim Ausland und ist es gewohnt, mit dem Ausland und mit der Sprache, die sich eben in Frankreich oder in Deutschland oder in England sich früh auseinanderzusetzen. Wir werden ja auch so erzogen. Und das ist ein Vorteil, wenn es darum geht, eben in anderen Kulturen zu bauen, weil du musst dich auch anpassen. Ein Deutscher hat eine viel größere nationale Identität, spürt er bei sich als wir, als Schweizer. Oder der Franzose besonders, mit dieser absolutistischen, monarchischen Geschichte. Das hat seine Vorteile, weil eben gewisse Dinge viel direkter, zentral befohlen werden und ausgeführt werden können. Aber eigentlich ist es altmodisch. Und Sie würden sagen, die Schweizer tragen die Vielfalt schon in sich? Ja, du kannst stolz sein, Schweizer zu sein, aber du hast nicht diese nationale Identität, die ständig dich quasi begrenzt. Es ist heute noch so, dass viele Deutsche vor allem Deutsch sprechen. Sowieso die Franzosen, aber auch die Spanier. Mhm. Und wir sehen das gerade in der Architektur, welche ein globalisiertes Business geworden ist, dass wir als Schweizer da auch einen Vorteil haben. Wir wollen auch immer ins Ausland. Deshalb bin ich ja so gern zu Hause. Wir wollten sehr gerne und früh in Frankreich bauen, in Deutschland, dann natürlich England, Amerika, Asien. Und ich denke, es hat damit zu tun, Schweizer zu sein. Hilft diese innere Offenheit oder Vielfalt für die Kreativität? Sie sagen, Kreativität ist das wichtigste Prinzip des Lebens. Ja, das denke ich wirklich. Ich denke, Kreativität ist aber nicht an Künstler gebunden oder an Architekten. Ich denke, es ist wichtig, dass Sie kreativ sind, indem Sie mir interessante Fragen stellen und auch nachhaken und etwas herausholen. In jedem Beruf möchtest du möglichst an Orte hingehen, wo du noch nicht warst. Und da kannst du alles machen. Jeder Beruf hat ein kreatives Potenzial. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Das hat wieder mit diesem Schönheitsthema zu tun. Etwas zu machen, das dich als Person, als Mensch ins Zentrum deiner Arbeit stellt. Du musst das wollen, auch wenn du angestellt bist. Natürlich habe ich einen Vorteil, ich bin Architekt, ich bin verwöhnt, ich kann überall hingehen. Aber ich denke, du kannst auch als Angestellter, sogar jemand, der die Straße wischt, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein boysches Thema, das kreativ machen, das schön machen, das Häufchen, das du da wegwischst mit den Blättern, das Geräusch der Blätter. Ich sage das nicht zynisch, möchte nicht falsch verstanden werden, aber ich denke, es gibt in jeder Handlung eine Schönheit und eine Kreativität. Und das ist das, was der Mensch, jeder Mensch erleben kann. Mhm. Das ist da drin. Aber jetzt beim Angestelltsein fand ich es interessant zu lesen, dass Sie sagen, Sie haben kein Talent dazu. Sie waren mal angestellt, Sie waren auch mal Assistent, aber das passt nicht zu Ihnen, Sie können das nicht. Ja, das ist eine Limitierung. Und mir ist es jetzt gelungen, dank Pierre de Meuron und dank anderen Menschen, die auch in ihren Talenten meine Talente ergänzen und ausweiten und uns ermöglichen, eben an einen anderen Ort hinzugehen, wo ich nicht angestellt sein Aber trotzdem sind Sie immer gebunden durch den Bauherren. Träumen Sie manchmal davon, der eigene Bauherr zu sein? Nein, ich denke, das ist auch so ein Klischee. Der Architekt, der keine Freiheit hat oder wir sind vom Budget eingeschränkt oder wir sind jetzt da gezwungen durch das Baugesetz und man darf nicht so hoch bauen. Zum Glück gibt es das für die Architekten, weil die Architekten könnten gar nicht auf einer weißen Leinwand quasi out of the blue das ideale Haus, das gibt es gar nicht. Das ist genau der Unterschied zur Kunst. Der Künstler erfindet seine eigene Sprache, sein eigenes
Bild, dass niemand sagt ihm, was er machen oder was sie machen muss. Mhm. Kunst ist unnötig, aber gerade deshalb so wichtig für uns. Und der Architekt hat doch eine gewisse Funktionalität und Nutzen, das er erreichen muss. Und wenn er das nicht erreicht, dann ist alles andere auch völlig überflüssig. Und die Kreativität sieht man an ihren Gebäuden, finde ich, immer an diesem Unkonventionellen, immer gegen den Mainstream, gegen das, was irgendwie State of the Art ist, machen sie was Neues. Was stört sie am Konventionellen oder am Mainstream? Das ist vielleicht das Psychologische, das sie suchten, dass es ja manchmal schwierig ist, in einem Feld zu arbeiten, einem Gebiet, wo du merkst, dass eigentlich alle nach diesen Gesetzen funktionieren und dann am Schluss sind die Häuser so aus und so aus und so aus. Das ist vielleicht schon eine Art Flucht davor. Aber weil wir eben nicht so klare Regeln haben in der Architektur, wir haben nicht mehr wie im 19. Jahrhundert oder noch früher, umso mehr, quasi den Zwang, es gibt jetzt diese gotische Tendenz des Spitzbogens, dieser, der Auflösung der Wand in klare, filigrane Äste und dazwischen hat es diese gläsernen Membranen oder in der Romanik diese schwere, wir haben das nicht. Und das aber ist, vielleicht gibt es einen anderen Zwang, ja, es gibt, nämlich immer was Neues zu machen. Das ist aber nicht ein Zwang, sondern ich denke, du musst eine Lösung finden, die für einen Ort stimmt und für eine Bauherrschaft stimmt. Und da kann es gar keine Routine geben. Es ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich zu sagen, heute ein Schulhaus oder eine Universität muss so oder so ausschauen. Wenn du an einem konkreten Ort baust, neben der ETH Zürich am alten Ort oder der Universität, da mit diesen historischen Gebäuden, alles ein bisschen anders in ihrem Maßstab. Was willst du da für eine standardisierte Lösung haben? Das heißt, du bist eigentlich eh gezwungen, ganz spezifische Orte zu schaffen. Und deshalb ist es nicht ein Zwang. Es wäre falsch. Und ich denke, da kommt etwas anderes ins Spiel. Wenn du auf deine Arbeit zurückschaust als Architekt, du hast ja dann 5, 10, 20, jetzt mittlerweile bald 40 Jahre Distanz und du gehst hin, dann siehst du, ob dieses Gebäude echt ist oder ob du quasi betrogen hast, ob du links und rechts geschielt hast, da was abgeschaut, da was, weil das hält sich nicht in der Zeit. Nur was volle Überzeugung dahinter war, eine authentische und für diesen Ort gemachte Lösung zu finden, nur das widersteht quasi dieser Erosion, welche die Zeit mit sich bringen könnte. Wo haben Sie betrogen in der Rückschau? Ich weiß das mit dem Betrügen nur deshalb, weil es mir auffällt bei Gebäuden. Und wir haben sehr früh angefangen, nicht zu betrügen, nicht als moralische Kategorie, deshalb war ich vorhin auch so klar, als sie über diese ethische, sondern als, weil ich überleben möchte als Architekt mit meinem Business, mit meiner Arbeit und weil es dich zwingt zu einer Art Ehrlichkeit oder Offenheit. Es zwingt dich, radikal offen zu sein gegenüber dem, was du eigentlich machst. Bin ich wirklich? Stimmt das? Sind das meine Gedanken oder sind das unsere Gedanken für diesen Ort? Sind die zwingend aus diesem Dialog hervorgegangen? Oder ist da noch so etwas dabei, das da auf den Büchern rumliegt oder das von links und rechts kommt? Ich habe mich deshalb auch sehr früh von Architekturpublikationen abgewandt. Mich interessiert es nicht, was andere Architekten machen. Überhaupt nicht. Das sage ich aber nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstschutz. Ich möchte völlig selbst bestimmen können, mit Pierre, mit unseren Partnern, wie wir ein Thema angehen und was wir jetzt da, zusammenstellen. Aber das Gebäude kann ja noch so echt und authentisch sein und originell, wenn es die Bevölkerung nicht annimmt.
haben Sie den Job schlecht gemacht. Ja klar, das ist aber wieder ein anderes Thema. Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären. Das ist im Vordergrund. Und wenn du das verfolgst, wenn du eben ein Gebäude machst, das für die Menschen an diesem Ort ist, mit dieser Funktion eines Museums oder eines Fußballstadions oder eines Restaurants, dann ist das zum Beispiel ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Authentizität, die ich vorhin erwähnte. Das ist dann etwas ganz Entscheidendes, dass es eben für diese Bestimmung gemacht ist. Mhm. Das ist viel wichtiger, als wenn du eine formale Obsession hast oder ein stilistisches Element, das dich irgendwie noch plagt irgendwo. Mhm. Ich möchte nicht geplagt werden von meinen Architekturen. Ich denke nie nachts an meine Architekturen, das mich verfolgt wie ein Gespenst. Und das würde es tun, wenn es nicht aus unserer eigenen Überlegung, aus unseren eigenen konzeptuellen Überlegungen hervorgegangen wäre. Das ist ein sehr guter Selbstschutz, ein sehr guter Test für Architektur. Würde ich jedem Architekten empfehlen, das zu befolgen. Eine generelle Schwierigkeit ist mit Architektur, dass man für die Zukunft baut. Diese Gebäude bleiben lange bestehen, aber die Zukunft ist ungewiss. Das hat sie so an sich. Und sie verändert sich rasant. Stichwort Digitalisierung und so weiter. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine Bemerkung dazu, wie Sie damit umgehen, mit dieser Schwierigkeit, für eine Zeit zu bauen, die Sie nicht kennen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du für jetzt bauen musst und es muss jetzt stimmen. Und wenn es jetzt stimmt, dann hat es auch später eine Qualität, wenn es für die Menschen jetzt stimmt. Aber die Digitalisierung ist tatsächlich eine neue Kraft in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, welche die Architektur in Frage stellt oder stark in Frage stellen könnte, wenn künstliche Intelligenz, Cyborg, all diese Möglichkeiten, möglichen Szenarien, man sollte ja da nicht jetzt spekulieren, aber insofern könnte man etwas festhalten, wenn diese künstliche Intelligenz und wenn diese Hybrid-Situation Mensch, Maschine, wenn sich das entwickelt, wenn das zu einer neuen Realität wird, dann entstehen Gesellschaften oder Kulturen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das ist völlig unmöglich. Aber ich sagte, das ist für Architektur schwierig, besonders schwierig für Architektur, weil Architektur ist archaisch und ist etwas Ganzheitliches. Das ist wiederum nicht ein moralischer Begriff, sondern ganzheitlichen, wirklichen, direkten Sinn für den Menschen. Du bist mit allen Sinnen Teil dieser Architektur. Wir haben diese Steinwand erwähnt, du berührst sie, du siehst sie, du riechst sie sogar, du hörst sie. Es tönt ganz anders, in einem Steinraum zu sein, als in einem Erdraum oder in einem hölzernen Gebäude. Und diese Sinnlichkeit ist das, was uns Menschen definiert, ist das, was uns Menschen sagt, ich bin jetzt gerne in dieser Architektur oder ich bin in jener Architektur. Wenn du dich verabschiedest in virtuellen Welten, und da gibt es ja bereits auch Tendenzen, es gibt Illusionsräume, wir sind auch in einem solchen Illusionsraum, in einem Fernsehstudio, diese ganzen Kardashian-Worlds und all diese virtuellen Realitäten, wenn die überhand nehmen, weil der Mensch anders ist, weil er nicht mehr nach diesen gleichen Prinzipien funktioniert, weil er nicht mehr in gleichem Maße gerne die frische Luft hat oder das riecht, wenn du auf einen Berg steigst. All diese Sachen, die uns wichtig sind, die sind fundamental wichtig für unsere Konzeption von Architektur. Das würde sich radikal verändern. Wenn das verändert, dann ist die Architektur obsolet, so wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Herr Herzog, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Ja, nächste Woche spricht Barbara Bleisch mit dem weltbekannten Psychologen Steven Pinker, der nichts weniger verlangt als eine neue Aufklärung. Und jetzt gleich zeigt die Sternstunde Kunst einen eindrücklichen Film über den Schweizer Fotografen Daniel Schwarz anlässlich der aktuellen Ausstellung im Bündner Kunstmuseum in Chur. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.